Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Seven Fate. Eine neue Folge endlich, nach langer, langer Zeit. Ich habe mal geguckt, die letzte Folge habe ich am 6. Februar aufgenommen, aber ihr habt die letzte Folge erst am 20. März gesehen. Und heute, wo ich das aufnehme, ist der 17. April. Also ist ein bisschen Zeit vergangen, ich gebe es zu. Und, verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt, denn... Ja, das Spiel kennen wir ja eigentlich. Ich muss mich erstmal ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Euch pflanze ich mal dahin. Und A muss ich drücken, damit ich hier den Honig aufnehme. Okay. Ja, die erste Folge in so einer Aufnahmesession ist immer erstmal ein bisschen Gewöhnung. Aber... ja, gib mir Wisdom. Und, du kriegst diesen tollen Ironhelm. Ich weiß gar nicht. Kann ich sehen, was der macht? Okay. Ja, ich schmeiß den mal hier rein. Sehr schön. Und dann... Ja, viel Spaß damit. Hier dürfte ja eigentlich noch nicht so großartig fertig sein. Ich sehe gerade, hier haben wir noch freie Plätze zum Beernten oder so. Hier zum Bepflanzen. Meine Güte, ich kann nicht mal Deutsch. Dann kann ich erst recht nicht, hier... Ah. Zwei Honig. Irgendwie hatte ich vor, hier groß umzuräumen. Das ist mir noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, euch muss ich auch ansprechen. Genau, dann kriege ich Schleime raus. Und die Katze muss natürlich gestreichelt werden. Das ist auch wichtig. So, die kann ich jetzt hier reingeben. Dann kriege ich Super Slime. So. Und... Auch gut zu wissen. Events, also Aufträge. Den Karneval habe ich immer noch nicht gefunden. Magic, okay, einfach alle Chimeras finden, glaube ich. A new rune? Okay. Der Rest scheint hier alles erledigt zu sein. Was natürlich noch ein bisschen doofer ist. Okay, den Karneval habe ich komplett irgendwie verdrängt. Allerdings, ich hatte irgendwann mal, ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, mir mal angeguckt, was man eigentlich als nächstes machen kann. Und ich habe zwei Sachen rausgefunden. Einmal, wie es wirklich weitergeht konkret. Und einmal eine Sache, die man auch vielleicht früher oder später mal machen muss. Aber falls nicht, dann machen wir es jetzt trotzdem. Weil das ist nämlich das... Was ich nämlich sowieso vorhatte, aber auch irgendwie komplett wieder vergessen hatte. Achso, wir können ja ein bisschen auf dem Besen reiten. Und zwar als erstes, ich habe ja immer mal wieder davon geredet, dass wir in der Mine jemanden befreien müssen. Und dann war ich mir gar nicht sicher, habe ich den vielleicht schon befreit, weil... irgendwie finde ich da partout keinen und es ist ja durchaus möglich, dass ich das einfach schon gemacht habe und vergessen habe. Aber nein. Oder vielleicht doch. Aber ich weiß jetzt zumindest, wo wir den Kerl suchen müssen. Und wenn es da leer ist, dann haben wir tatsächlich den schon befreit. Und wenn nicht, dann befreien wir ihn jetzt. So, ich gehe hier einfach mal ohne... Achso, das funktioniert eh nicht. Ja gut, dann hier. So, alles natürlich mitnehmen. Erstmal schön mein Inventar vollstopfen lassen. Bevor wir überhaupt... Nein, Ach, weil ich im Kampfmodus bin. Okay. Ja, hier werde ich auch nicht ohne Kämpfen durchkommen. Komm, alles mal mitnehmen. So. Und zwar hier. Das müsste ich aber noch richtig rein, mich erinnern können. Und zwar hier unter diesen Steinen ist irgendwo noch ein Durchgang versteckt. Und den suchen wir jetzt. Und ja, dann befreien wir den Typen, der da drunter versteckt ist, irgendwo. Und weil ich nicht genau weiß, wo es ist, mache ich einfach alles kaputt. Es geht ganz schön aufs Mana, merke ich gerade. Ja, okay. Während die da ein bisschen hacken, können wir ja nochmal ein bisschen hier auf Gegner einhacken. Aber nicht unbedingt hier. Mach mal oben noch die Trolle kaputt. Ach genau. Auf jeden Fall muss ich ja erstmal... Okay, jetzt ist es definitiv kaputt. Okay, das macht doch Spaß. Die werden
platt gemacht, bevor ich sie überhaupt sehe. Das ist natürlich auch nicht gerade nett. Gab's hier nicht noch einen Shortcut zu der Wüste? Irgendwie? Irgendwie hatte ich das doch so in Erinnerung. Ich glaube, ich habe auch mal hier versucht, diese Steinchen abzuernten. Einfach mal, um zu gucken, ob da drunter irgendwas ist. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Das kam auch in dem Video, was ich mir angeguckt habe, nicht unbedingt vor. Die brauchen noch eine Weile, glaube ich. Wir haben jetzt auch nicht so viel. Ich gehe doch mal hier eins weiter runter. The Moon Rises. Okay. War es das Teil hier? Nee. Ja, Warnung, hier ist gefährlich. Eventuell gibt es jetzt wieder hier Poison des Mushrooms. Das wäre natürlich interessant. Das hier habe ich schon mitgenommen. Ich höre sie, die Mushrooms, aber ich sehe sie nicht. Also hier gibt es Moon Ore oder nicht. Da habe ich anscheinend schon alles weggearbeitet. Und hier ist ja diese eine coole Pflanze. Ich habe sie verschwinden hören, aber ich sehe sie gerade nicht. Die man nicht berühren kann. Zumindest sehe ich nicht. Ah ja, hier gab es Drachen. Ich weiß nicht, ob ich die mit dem Schwert besiegen soll. Oh, Ring auf irgendwas. Sieht das nur so aus, oder? Oh, eine Sun-Rune. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich gehe mir erstmal wieder hier raus und dann gucke ich mal, was ich im Inventar habe. Hier war es ja einigermaßen sicher. Inventory. Ja, das sieht doch okay aus. Habe ich den jetzt gerade bekommen? Ja, wahrscheinlich, weil ich hatte ja das Inventar noch relativ leer. Wie kam ich denn jetzt an mein extra Inventar? Okay. Also wenn das hier voll läuft, dann sollte hier oben gestapelt werden, was natürlich ein bisschen schlecht zum Sortieren ist. Kriege ich das hier mit Y hoch oder so? Mit irgendeiner Taste? Mit X? X-Transfer steht ja auch da. Das will ich mir eigentlich nochmal angucken, aber was braucht man denn absolut nicht? Hier die Kohle, das da, das da. Da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Hoppla, die Bomben kann man ja natürlich auch noch zum sozusagen Graben benutzen. So. Das hier ist auch Standardzeugs. Achso, und die Monsterseele hat keine besonderen Eigenschaften. Und ich glaube, da hatte ich noch ein Auge gesehen, kurz bevor ich geschlossen habe. Ja, ist ja auch nicht wirklich wichtig. Es ist alles nur Zeitvertreib, bis die Mine fertig ist. So, ich habe noch nicht mal gesehen, was da explodiert ist. Aber ich nehme an, es wird ein Troll gewesen sein. Und einen Eimer habe ich bekommen, natürlich. Weil diese Trolle in dem Spiel ständig Eimer mit sich rumtragen. Warum auch immer. Vielleicht ist das ihre Form der Tasche. So, hey, hast du auch die neuesten Eimer von Gucci? So ungefähr. Und da ist der Durchgang. Juhu, wir haben es geschafft. Und da ist der Minenarbeiter. Und ich glaube, ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, dass das Demlins Vater wäre. Ich weiß nicht, ob es wirklich sein Vater ist, aber wir behaupten das jetzt mal, damit der Impact dramatischer ist. Juhu, wir haben dich befreit. Meiner. Oh, thank goodness, someone found me. My wife is going to kill me, but... I'll teach you a secret about Severberries, Pirate Septi? Later, friend. Okay. Es könnte sein, dass wir das tatsächlich brauchen, dieses Rezept. Von diesem Kuchen. Könnte sein. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich hier noch ein bisschen mining will. So. Ich glaube, einer reicht für die. Irgendwann werden wir die wieder einsammeln. In der Zwischenzeit. So. In der Zwischenzeit machen wir hier noch ein bisschen Chaos. So. Alter, Erfahrung ab. Punkte einsammeln.
Ja, da kommt schon der nächste und will in Erfahrungspunkte verwandelt werden. Aber wir haben eine Sonnenrune bekommen. Das ist doch auch was Nettes. So. Ach, und hier ging's lang. Hier hätte man noch unsere Zeit totschlagen können. Und ein paar Trolle. Naja. Aber müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich gucken. Verdammt. Jetzt gleich hier gucken, ob der Troll wieder da ist. Quatsch, nicht der Troll. Der Miner. Unser Miner Freund. Miner bleibt hier. SD. Hi! It's good to be back. Hi! Okay. I'm glad he's back. Okay. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht vermasselt, dass wir dieses Pie-Rezept bekommen. Oder ich hab's schon. Aber er hat ja gesagt, ich kriege es später. Vielleicht, wenn der nächste Tag anbricht oder so ein Quatsch. Hm, wer weiß. Oder ich hab's schon lange. Sarah Berries Kuchen war es auf jeden Fall. Ja. Achso, hier werden jetzt wahrscheinlich wieder Slime rum. Aber die stören mich gar nicht. Okay, dann. Ja, ist das doch gut. So, dann habe ich mir überlegt. Wir haben ja diese coole magische Kiste und ich nutze die eigentlich sinnlos, also am sinnlosesten, wie man sie nutzen könnte. Weil da nichts drin ist, was wir wirklich fürs Crafting brauchen. Aber ich gucke jetzt mal, kriegen wir jetzt zufällig noch einen Mana-Bar? Ne, nicht wirklich. Hier ist noch eine drin. Ich meine, wir kriegen ein paar Flügel, das ja, ist auch was, irgendwie. Aber es ist bei Weitem nicht das, was ich eigentlich haben will. Also, guck mal hier noch schnell mal nach. Ist auch nur eine normale Fledermaus, wird uns auch nichts geben. Das hier sind die Zauberkisten. Das hier macht ja einigermaßen Sinn. Da sind Steine drin, aber so viele Steine brauchen wir eigentlich auch nicht. Die können wir mal wieder irgendwie zum Gartenbau benutzen. Ein paar magische Bahnen haben wir ja noch. Aber jetzt, wo ich nicht weiß, wie wir die mehrfach kriegen. Ja, und das hier, das ist... Das sieht sowieso furchtbar aus. Diese Kiste. Die sieht einfach schlimm aus. Achso, wir können ja erstmal gucken. Nee, runter war's. Was wir hier stacken können. Und dann würde mich natürlich interessieren, können wir... aus unserer fliegenden Kiste heraus stacken. Können wir? Okay. Und irgendwo haben wir jetzt auch noch hier diese Dinger gesteckt, weil natürlich... okay, das... Obwohl ein Ring of Forging... Ha, okay. Widget, das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Was ist das? Das sieht... Ich weiß gerade überhaupt nicht, das einzuschätzen. Aber das sind viele Statuswerte, aber nur 7 von diesem normalen Leveln? Hm. Gegen was wirst denn du ausgetauscht? Hm. Lass mich raten, du hast natürlich Wizard. Okay, also wir brauchen eigentlich nichts ohne Wizard hier einzusetzen. Der hat auch 2-mal Wizard. Dann ist es klar, dass das hier keinen Sinn macht. Und jetzt mal kurz so ein bisschen überfliegen, wo die anderen Sachen gelandet sein könnten. Hier haben wir zum Beispiel noch so einen Ring plus 2. Weiß ich nicht. Ich glaube, den wollte ich aufheben, falls ich mal daraus was craften kann, weil das so ein neutraler Ring ist. Und ich die Hoffnung hatte, dass das vielleicht mal nützlich sein kann. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ach ja, hier die Lightning Bottles. Aber damit konnte ich dann doch nichts anfangen, obwohl ich so lange darauf hingearbeitet habe, die endlich fangen zu dürfen. Sehr, sehr schade. Hier habe ich schon die wenigstens reingetan. So schlau war ich wenigstens. Und hier ist auch Glas drin. Das heißt, wir können zum Beispiel relativ schnell neue Bottles... Dingen. Ah, hier ist noch was drin gelandet. Hier haben wir schon einen Ring of Forging. Okay, dann macht das Sinn, das
der dann auch wegkommt. Und Goldring plus 2 ist jetzt nicht der stärkste, aber ich glaube, das könnte auch eventuell ein Ring sein, den wir so benutzen wollen. Wizard 2 Voidhelm. Wizard 2 Voidhelm, aber ich glaube, der ist schwächer als das, was wir haben. Wizard 2 und Wizard 1. Und hier ist eine 36 Monster Power. Ja, das kann ich so richtig mithalten. Würde ich jetzt einfach mal sagen, nein. Wir gehen mal ein bisschen schlafen, weil ich hatte hier noch ein Knochenfeld gesehen, als ich das Spiel angefangen habe. Das können wir erstmal wieder ein bisschen bestäuben. Und vielleicht müssen wir auch einmal schlafen, um zu triggern, dass der uns das Rezept gibt. Allerdings hätte ich jetzt auch erstmal gucken können, ob ich ein Rezept habe. Das hätte man natürlich auch machen können. So. Ach, hier bist du. Jetzt nicht X und Y verwechseln. X ist es. Ich glaube, ich wollte das Ding noch größer machen. Aber das geht auch so. Ein Level haben wir ja schon mal. Sorry, kleiner Geist, aber du musst auch gedustet werden. Der Dustbereich ist auch ziemlich heftig groß. Ah, kriegt man noch ein Level? Sieht nicht so aus. Meine Chimeras haben noch Futter und zum Teil sogar noch Stroh. Das heißt, die sind ganz froh. Furchtbar. Dieser Reim. Ich würde jetzt noch mal kurz zum Friedhof gehen. Vielleicht finden wir ja noch dort einen Geist zum Dusten. Und ja, dann am nächsten Tag nochmal mit dem Typen an der Mine sprechen. Oder dann erstmal nach Rezept gucken. Ich weiß es nicht, aber oh, hier ist auch ein bisschen der Erfahrungspunkt. Okay. Und ein Runenstein, den ich jetzt nicht auf Anhieb erkenne. Aber gut, ich habe auch lange Zeit nicht gespielt. Vielleicht ist es ein ganz normaler und ich habe es einfach nur wieder vergessen. Sehr gut möglich. Und ja. Das hier sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ach na, ach so, ja, weil er das Dings war, weil er das Mana runtergefallen ist vom Himmel. Mana fällt einfach so vom Himmel. Das ist natürlich schön in dieser Welt. Ah ja, Geistermädchen. Mit der wir immer noch nicht richtig sprechen können. Achso, und hier ging's weiter. Ach du meine Güte. Wir hatten ja schon mit einem von denen richtige Probleme. Ist das, weil ich hier überall Kerzen hingemacht habe? Also wir kriegen tatsächlich hier ein paar Erfahrungspunkte. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier so lauter von den Viechern... Also umgekehrt ist es aber, wenn... Ja, wenn wir die besiegen können, dann kriegt man hier richtig geilen Loot raus. Weil einer hat ja schon richtig viel... So, jetzt ist mein letzter Stopp vergangen. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, gut, dass ich hier nicht in der Normalform reingelaufen bin. Das hätte mich doch so ein bisschen erschreckt. Das ist aber nicht der hier, oder? Pumpkin Pie ist das. Fertig, glaube ich, Melon-Dingens. Wie komme ich denn hier hoch und runter? Da, ach so. Serapie, okay. Eine Schüssel, Seraberries, Aged Honey, okay, und Sweet. Haben wir noch eine Schüssel hier? Ansonsten, wie kriege ich gleich nochmal eine Schüssel? Ich glaube mit Red Soil. Ah, okay. Müssen wir eventuell nochmal irgendwo uns besorgen. Seraberries haben wir hier. Nehmen wir gleich mal einen halben Stack mit. Ach, da sind noch mehr. Okay. Was war es noch? Weed. War hier kein Weed? Ach doch, hier natürlich ist Weed hier drin. Und Aged Honey. Aged Honey kriegen wir ja ab und zu mal aus den Bienenstöcken. Oder wir altern unseren normalen Honig. So. Hier sieht nichts nach Aged Honey aus. Ach so, stimmt ja. Wir hatten jetzt auch Ironwoods.
hier ein Stuff von Aged Honey sein und ich erkenne es bloß gerade nicht. Nee, aber ein normaler Honig ist hier drin. Nehmen wir mal so einen halben Stack normalen Honig. Vielleicht kriegt man ja noch raus, wie war das... Ah, hier, guck mal. Nichts da. Wir haben genügend davon. Aber von dem Rest sehe ich jetzt nichts. Also ich sehe keine nasse Erde. Ist natürlich ein bisschen blöd. Das hier kann wieder zurück. Normale Erde. Normale Erde, die wir dann nass machen können. Hier haben wir ganz trockene Erde. Nein, hier will ich rein. Naja, zumindest normale Erde. Nehme ich gleich ein ganzes Deck mit. Und dann machen wir die mal ein bisschen nass. Haben wir hier noch... Genau, da ist eine Windmühle. So. X platzieren. Und das sollte... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nochmal X. So, wenn ich die Windmühle jetzt hier befülle, dann sollte die doch das alles schön nass machen. Das ist zumindest die Hoffnung. So, die ist nass. Hier können wir auch mal schnell alles wachsen lassen. Den nehmen wir mit. Wer weiß, vielleicht können wir gleich so einen Batzen Erde mitnehmen. So, kann ich das jetzt? Nee, B. So, Weißholz. Die ist immer noch nass. Die ist immer noch trocken. Schwierig. Die hier sind alle noch... ich könnte ja versuchen... Aber ich weiß jetzt echt nicht, was nass ist und was... Doch, man erkennt das eigentlich schon ziemlich gut, glaube ich. So. Irgendwie dauert es auch viel länger, die sozusagen aufzufüllen. So. Ich glaube, das mit Zauberei einfach beschleunigen, das geht viel einfacher als sozusagen warten, bis das natürlich wächst. So. Dann gucke ich mal, ob ich dich mitnehmen kann. Vorsichtig. Es ist immer noch trockene Erde, verdammt. Ja, geht mal aus dem Weg. Ich will meine trockene Erde wieder platzieren. Aber man sieht doch, dass die deutlich anders aussieht als die nasse Erde. Ich bin verwirrt. Muss die vielleicht eine Weile nass bleiben oder muss ich die noch nasser machen? Ich weiß es nicht. Pflanzen wir noch ein bisschen Weed. Weil es uns so beliebt. Ich hätte den Eimer wegnehmen können. Okay, egal. Dann fülle ich jetzt mal... Achso, ich bin zu weit runtergekommen. Kann das sein? Nein, du sollst hier mit dem tauschen. Und ich wollte dich hier noch pflanzen. Dann kann ich dich nämlich noch dahin packen. Und auch noch ein Weed drauf pflanzen. Und hier, das sieht noch frei aus, das Feld. Und... Oh, der Juju-Seed ist fertig. Wisst ihr was, den nehmen wir jetzt mit. Haben leider kein Dings da bekommen. Das ist sehr schade. Aber immerhin noch ein bisschen Max-HP. So, noch ein bisschen Schleim. Einfach mal durchs Fass gelaufen. Und hier rein mit dem Schleim. Katze, hallo erstmal. Das könnte Wetzold jetzt sein. Moment. Ah, sehr schön. Ich muss einfach nur ein bisschen länger warten. Yep, alle aus dem Weg. Dann wird das jetzt meine vorübergehende Wetzold-Station und ich muss einfach darauf achten, dass Wetzold einfach noch ein bisschen nasser ist als normales Soil.
So. Aber es sollte jetzt eigentlich für die Schüssel reichen und für meinen Kuchen. Schüssel? Ah, komm. Mach mal gleich. Mach mal 5. Und die Red Soil schmeiße ich jetzt mit hier rein. So, und der Rest sollte sich doch jetzt überall verteilen, wenn ich das stacken lasse. In alle Kisten. So. Wir haben nichts für Wings. Entweder ist die Kiste voll, wo die Wings drin sind. Nee. Ich bin verwirrt. Oder habe ich das verwechselt? Ach, Feathers sind keine Flügel. Hm, ja, da sind noch ein bisschen mehr dran als Flügel. Und hier ist doch mein ganzes Gemüse. Ah, okay, das ist bis zum Rand gefüllt mit allem. Okay. Nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen was davon hier mit und guck mal, was wir damit machen können. Wahrscheinlich auch einen Kuchen. Achso, ja, ich brauche ja noch die anderen Geschichten. Nee. So. Ach Gott, Konzentration und Steuerung. Genau, wir brauchten noch Wheat Plants, die Seraberries und den Aged Honey. Hm. Habe ich jetzt natürlich alles wieder hier reingeschmissen. Seraberries. Und der Aged Honey war hier oben. Nee, hier oben war der. So, und das sollte doch jetzt reichen für den besonderen Serapai. Mach mal gleich 3. Und guck mal. Ja, ich wollte ja den Korn loswerden. Bisschen Dust, das kriegen wir eigentlich auch relativ schnell. Ich brauche bloß ein paar arme Blumen verprügeln und guck mal, wie viel Dust wir haben. Das nehme ich gleich im ganzen Stack mit. Na, dann eben so. Achso, wir haben gar nicht so viele Schüsseln. War das hier ein Kartoffelkuchen? Ja, Kartoffelkuchen oder... mach mal den, weil das andere kann ich gar nicht machen. So, das sind sie doch schon. Meine Küchlein. Ich könnte jetzt noch ein... Achso, ich habe ja schon 3 davon gemacht. So, dann schmeiß ich einfach den Rest wieder hier zurück. Ach ja, das Korn. Und diese komische Schüssel. Schüssel kommt mal vorübergehend hier rein. Die will ich nicht wegschmeißen. Korn können wir vielleicht essen oder verkaufen. Weiß ich nicht. So, das war Nummer 1. Wir haben das Rezept und wir haben diesen komischen Kuchen bekommen. Und das zweite ist, wie kommen wir auf diese komische Insel? Also, wie kommen wir auf eine bestimmte Insel, auf der dann unser Ziel liegt? So. Sienna has a dark secret. Das wundert mich nicht. Hast du was Neues zu erzählen? Na, hast du nicht. Coco will immer noch ihre neue Rune haben. Ach so, neue Rune. Da war doch eine bei dem Zwischenweg. Hier. Ja, geh mal kurz aus dem Weg. Also es ist keine neue Rune, eine Wenn-Rune, aber... Ja. Hm. Mal gucken. Jetzt geht's eigentlich am Strand weiter. Ui, das war ein harter Umgang. Und am Strand brauchen wir eine bestimmte Ausrüstung. Ach, die nehme ich gleich mal mit. Na, komme ich gerade an dir vorbei? Ja, komme ich. Ich weiß aber nicht, hätte man das im Spiel so erfahren können? Oder hätte man das einfach ausprobieren müssen? Oder hätte man das einfach irgendwo nachschlagen müssen, was wir als nächstes tun müssen. Denn darauf wäre ich ein Leben nicht gekommen. Hey Demlin, hast du was Neues zu erzählen?
Bösberg, something put it in, I know Ivan. Okay. Ja, der freut sich. Seines Lebens. I'm glad he's back. Ja. Hi! Okay. Der hat nichts Neues zu erzählen und ich wollte jetzt eigentlich auch nach Hause. Wir können ja noch ein paar Mal hier Mining-Zauber sprechen. Wenn wir einmal hier sind. Das müsste... Ach, ist egal, dass ich jetzt den starken Zauber nehme. Ich will mich nach Hause teleportieren, dann ist eh alles Mana wieder weg. Und so kann ich sicher sein, dass ich auch wirklich alles hier klein hacke. Gehört ja auch ein bisschen zur Zauberausbildung dazu, dass man sich mal so richtig verausgabt. Ohne Sinn und Verstand. Komme ich hier durch? Nein? Okay. Das ist vielleicht ganz gut, dass da schneller gebuddelt wird. Und hier draußen waren auch noch ein paar Sachen. Zum Teil nur einfache Erde, aber... Kommen wir mal auch mit. Ja. Diesen mächtigen Zauberspruch jetzt einfach nur für ein bisschen Erde verbrauchen. Ist auch ein bisschen schade. So ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber... Dafür ist es schön schnell vorbei. Sehr schnell sogar. Noch eine Rune. Noch ein Steinchen. Und... Ja, jede Menge tolle Materialien. Was hast du eigentlich zu sagen? All Rookie Miners show up to the work with Mineralogy Perk 2 learned. Okay, hier kann man ja... Okay. Also das Spiel bringt einem schon irgendwie bei. Aber manchmal ist das Gefühl echt sehr stark versteckt. Achso, hier wollte ich nicht ohne meinen tollen Hut rausgehen. Aber selbst die Fate-Rune... Ich meine, selbst die Fate-Rune habe ich schon Coco gezeigt und die meinte, ja, interessiert mich nicht. Oder habe ich das mit der Null-Rune und der Wenn-Rune verwechselt? Nee. Aber kann ich das an dich verkaufen? Ja. Hier, das ist doch bestimmt was für dich. Das macht doch dein Verkäuferherz glücklich. Hier noch ein bisschen... Ein Eimer und noch ein paar, wie heißt das Zeug? Kornpflanzen. Ja, und dann geht's da doch wieder gut, bestimmt. So, tschüssi. Achso, und ich wollte mich nach Hause teleportieren. Naja. Warum auch immer der gerade zweimal das eine getippt hat. Eine blaue Fledermaus. Ui. Ah, okay. Komm, mach diese Felder nass. Sehr schön. Da ist wieder der Superschleim. Achso, wir hatten doch den einen Helm zum Füttern vergeben. Okay, da ist nichts rausgekommen. Mhm. Das hat irgendwie gar nichts gebracht. Schade drum. Naja, das ist jetzt halt so. Allerdings, jetzt bereiten wir uns mal ein bisschen drauf vor, was wir machen müssen auf, um auch in die nächstes Scherbenstück von Fatestone zu bekommen. Erstmal will ich nochmal mit Prinzessin Starwin reden. Wo ist es denn? Ach, ganz am Anfang. This is your home. Okay. Aber interessant, dass sie das sagt, wenn ich hier bin. Ach so, das habe ich ja immer noch. Habe ich das schon mal? Nö, habe ich noch nicht. Und das auch noch nicht. Sehr schön. Lecker Erfahrungspunkte. Und den Serapai könnten wir eventuell gebrauchen. Oh, das war nur zufällig im selben Video. gute Frage. Was wir brauchen, ist eine Angel. Ja, wir werden angeln. Jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte das noch irgendwie künstlich in die Länge ziehen und noch dramatischer machen, aber... das macht alles keinen Sinn. Reutgem. Interessant, was ich hier schon alles produzieren kann. Werde ich niemals in meinem Leben wahrscheinlich alles machen.
Aber was ich jetzt suche, ist Deeplay, Deepbait oder so ähnlich heißt das Zeug. Ist das eine erweiterte Bank? Ich glaube ja. Da müsste ich ja vielleicht bei Adasings suchen. Ah, das könnte sein. Moment. Deep Lure. Eine Lure. Und Eisen brauchen wir dafür. Können wir eine Lure herstellen? Sieht nicht sehr lurig aus. Powerbait. Powerbait könnte auch wichtig sein. Fishingbait. Und Super Slime. Super Slime, Fishingbait. Und dann suchen wir noch eine Lure. Hier nicht. Hier ist Pumpkin Plant. Das sieht nur so ähnlich aus. Und das ist auch nochmal Pumpkin. Okay. Ganz schön viele Pumpkins. Ich sammle das Zeug einfach nur. Ich gebe es halt nie aus, weil das könnte man ja immer noch gebrauchen. Oder wenn man irgendwas braucht, dann ist es immer so lächerlich viel, dass man halt panisch alles mitnimmt, was man kriegen kann. So, ich. Nee, so, das ist jetzt erstmal mein Powerbait, was ich da gesammelt habe. Können wir ja vielleicht einfach mal so angeln gehen. Und jetzt die Lure, also die Angelschnur mit dem Plopper dran, dass man sieht, dass ein Fisch angebissen hat. Sehe ich nicht. Ist hoffentlich auch nicht da wirklich drin gewesen. Es könnte sein, dass das in den Kisten draußen ist. Dann fange ich jetzt schon mal an, hier den Powerbait zu produzieren. Ach, ich gehe erstmal hier runter. Dann ist das ein bisschen geordneter. Ich sage ein bisschen geordneter, nicht wirklich gut geordnet. Nee, so geht das. Mach mal. Naja, wir haben. Das ist ja nur der halbe Stack. So. Wenn ich jetzt keine Lure finde, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal eine kaufen. Eventuell hat mein normaler Händler welche. Okay, hier ist zum Beispiel schon mal die Angel. Da ist die Lure. Bandana braucht man nicht mehr. Interessant, hier ist auch noch mal jede Menge Honig. Aber den könnte ich hier ruhig drin lassen, weil das verstopft eben ein anderes Inventar. Monsterblatt könnte vielleicht noch interessant sein. Und die Wings. Die Wings sind hier interessant. Okay. Wir haben ja noch eine Kiste da oben. Ach, hier sind die Dinger drin. Könnte ich mir auch mal eins schnappen wieder? Tausche ich mal mit dem Monsterblut aus. Was brauchte ich für die Deep Lore? Ich habe schon wieder vergessen. Egal, wir haben die Zeit, denn der Powerbait ist eh noch nicht fertig. So. Eisen. Ah, ich könnte es sogar produzieren. Dann machen wir das doch. So, dann wird das produziert. Der Lure wird produziert. Die Angel bleibt eh hier drin. Ja, dann gucken wir mal. Alles in die Kisten gesteckt. Ach so. Wenn gerade nichts in die Kisten zu stecken ist, dann ändere ich ja das Menü hier. Ja, meinetwegen. Das hier scheint noch eine Weile zu dauern und ich kann es nicht. Doch, kann ich. Ich stelle mich mal auf die andere Seite, damit man sieht, wie sich das beschleunigt. Okay, jetzt können wir angeln gehen. Und wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben eine Powerbait, wir haben eventuell den Kuchen, falls wir den wirklich brauchen. Ich fliege mal hier den Weg lang. Und vielleicht spreche ich vorher mit ein paar Leuten, von denen ich glaube, dass sie mir vielleicht die Lösung verraten hätten. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich weiß ja jetzt, wie es lang geht. Und zwar, wie gesagt, wir haben jetzt Angelzeug besorgt. Und wo kann man am besten angeln gehen? Natürlich da, wo das meiste Wasser ist. Und zwar hier am Strand, wenn ich irgendwie da ankomme. Als erstes können wir ja mal hier das Star-Token von Dingens benutzen. Chat.
Outline Island? Na, das weiß ich schon. Stormy weather, we must count. What creatures live out there? Okay, das ist ja schon ein Hinweis, dass wir vielleicht nach einer Creature suchen müssen. Also eigentlich nicht, aber ich weiß, dass wir nach einer bestimmten Kreatur jetzt Ausschau halten. Verdammt! Ich würde gerne das Viech da oben fangen. Einfach weil es da ist. So. Komm her, komm her, komm her. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt da hoch gleich geht oder. Entweder war es hier direkt oder hier auf dieser kleinen Insel. Man konnte das so ein bisschen sehen. Ach ja, hier werde ich ja gleich gepoisoned von dem Runenzeugs. Ich lasse das Runenzeug mal in Ruhe. Kann ich die mitnehmen? Natürlich kann ich die mitnehmen. Warum frage ich so blöd? So. Hier vielleicht? Ja, da oben ist es. Das müssen wir mit der Angel berühren und dann kommt es zu uns. Ich hoffe, ich versaue unsere Chance nicht, aber ich rede jetzt nochmal mit den Sailors hier. Unless Sailor then spam. Okay, die. Vielleicht muss ich dann doch mal das Bandana anziehen, dass die mich als Sailor erkennen, aber das will ich doch jetzt gar nicht. So. Something is missing. Nein, no. Muss ich das vielleicht noch im Inventar haben? Habe ich jetzt was gefangen? Ja, das zeigt in die richtige. Nee. Das treibt mich auch wieder nach oben. So, jetzt fange ich doch mal. Versuche ich nochmal hier was zu fangen. Welche Taste muss ich denn drücken, damit ich fange? Das ist ja anstrengend. Not in range, not in range. Ah, da ist meine range. Okay. Okay, jetzt habe ich den sozusagen getriggert. Jetzt kommt er zu mir. Der guckt irgendwie so komisch. Jetzt guckt er noch viel komischer. On your Sarah Berry Pie. The Pie is mine. Nein, lass meinen Kuchen in Ruhe. Okay, ja, wir geben ihm den Kuchen. Kumo Flounders is a delight. Okay, jetzt haben wir dem den Kuchen gegeben. No thanks, Kumo. Ich gucke erstmal gerade, ob unser Inventar. Ja. Das hier wollte ich eigentlich wegschmeißen. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wir haben trotzdem genügend. Ja, komm. So, das war's jetzt. Also. And you'll never return. What? No way. Okay, Demdin. Ah, jetzt kommen alle zusammen. Wait, I'm coming too. Jetzt kommen alle zusammen auf den Wal. Okay, die kommt auch noch mit. Ist das jetzt die Szene, die ich immer wieder im Trailer gesehen habe? Okay. To the islands. Okay. Okay, jetzt hüpfen wir alle auf Kubo. Den freundlichen Wal. Oder was auch immer das hier ist.
Hier gibt es so viele Fantasietiere, das muss kein Wal sein. Sieht. Es könnte ein Windfisch sein aus Sailor. Nicht aus Sailor. Zelda. Ja, Zelda the Sailor. Der Seemann. Oder Seefrau. Ja, das ist die Szene, wo alle auf dem Fisch sitzen und durchs Wasser sich treiben lassen, wie Surfer. Anyone else seasick? Oder? Ja, ich bin auch nicht seekrank. Nicht überhaupt. Natürlich nicht. Hey, Whale. Sind wir jetzt endlich da? Okay, sie sagt, dass es ein Wal ist. Und sie hat keine Lust mehr jetzt, hier zu bleiben. Und sie steht natürlich an der richtigen Stelle. Okay, der Comic Relief ist auch durch. Okay. Die wundern sich, dass wir bei gutem Wetter angekommen sind, weil angeblich ist es ja so schwierig, da hinzukommen, dass die Seemänner sich gar nicht trauen, da hinzufahren. Aber vielleicht ist das ja auch ein magischer Wal, der das Wetter gut macht. Okay, aber die Insel ist bewohnt, weil... So, tschüss Kumo. Kommen wir jetzt irgendwie wieder nach Hause? Wieso kann ich mit dir nicht reden? Was soll der Blödsinn? Arme Möwe. Booty. Choose your lucky hair. Okay. Ich nehme blau. Was passiert jetzt? Wieso kann ich hier Buchstaben eingeben? Place your bet. Ich setze 1000 Liter. Naja, 1000 Gold ist es geworden. Ja, okay. No one. Okay. Ah, jetzt versammeln sich alle wieder zurück. Und jetzt starten sie ihr Rennen. Los, blaue Krabbe, los! Sie ist tatsächlich relativ schnell. Cool. Ich gehe mal so, dass mein Fliegeviech mein Gesicht nicht bedeckt. Los, blau! Blau! Nein, orange! Nein! Was, zählt das jetzt? Es zählt. Okay, wir haben den ersten Platz gemacht. Und wir müssen noch warten, bis der letzte eintrifft. Ja, yeah, gewonnen! So, jetzt hätte ich gerne meine 100 Gold. Gold haben wir jetzt bekommen. Ah, das war richtiges Gold. Das waren nicht nur diese Kupferstückchen. Oh Gott. Gut, dass das gut gegangen ist. Okay, mit dir können wir einfach nicht reden. I've been in a need of ship, but... Okay. Der Rest redet nicht mit uns. Können wir das Ding ernten? Sieht nicht so aus. Oh, hier ist was Neues. 10 irgendwas, was ich nicht weiß. Oh, und hier ist ein Speicherplatz. Könnten wir jetzt eigentlich auch mal die Folge beenden und hier gut sein lassen? Oh, hier können wir hier auch was einpflanzen? Können wir hier Erde finden? Können wir diese fancy Pflanzen hacken? Mit, war das der richtige Zauberspruch? Nee. Okay, das war ein richtiger Zauberspruch. Das funktioniert nicht. Die kann ich hacken. Ja, cool. Okay, hier kann ich nichts machen. Hey, was hast du sozusagen? Als Leih. Okay. Okay. Bei meinen Contraption.
Things placed beneath it here. Okay. There's some cover page. Okay, also ihr Gerät sieht Elektrizität an und deswegen sind wir wahrscheinlich auch gut auf die Insel gekommen. Hm. I saw some evil looking creatures peering through the trees. Mist, ist ein Intriguing. Okay, die hat schon irgendwas Gruseliges entdeckt. Oh, das hier scheine ich meinen zu können. Meine ich doch mal, oder? Oder hacke ich das wie ein Baum? Aber irgendwas kann ich damit machen. Kann ich das hacken? Vielleicht gibt es noch einen extra Zauberspruch, den ich noch gar nicht kenne. SOS. Oh, Samara. The hell are you doing here, Hen? Oh, die hat aber ganz schön Bizeps bekommen. Also, ja, die war pumpen, ordentlich. Also, die ist jetzt eine richtige Seefrau. Never mind, I don't care. Just let's find it out of the insel so I can get back to exploring. Ja, du hast doch eine ganze Insel jetzt zum Exploren. Wahrscheinlich kennst du die schon auswendig. Aber ich... Zum Glück habe ich mich nicht spoilern lassen, weil das ist jetzt eine echte Überraschung, was die für Oberarme bekommen hat. Aber gut, sie hat vielleicht hier eigenhändig die ganzen Hütten gebaut, weil die Kerle sind ja irgendwie... Weiß ich nicht. So, hier kann man noch nichts machen. Ich würde es mal sagen, das ist jetzt eigentlich ein guter Moment, um die Folge zu beenden. Die wird jetzt nicht so lang sein, aber das passt doch eigentlich jetzt als guter Abschluss. Wir haben es endlich auf die Insel geschafft. Hurra! Und wir gucken mal, was wir so erreicht haben in dieser Folge. Einen Tag ist es nur vergangen. 22 Stunden knapp. Wir haben 200 Gold gemacht. Das ist die Wette, die wir da abgeschlossen haben, zum größten Teil. Wir haben sogar Perlen gesammelt. Ja, ich würde sagen, das war doch keine schlechte Folge. Ich würde sogar sagen, das war eine ziemlich erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin auf Wiedersehen.